Moin moin, liebe Videofreunde und Figurensuchtis. Ich habe vor 2 Tagen eine neue Figur bekommen. Und zwar handelt es sich um Slimy aus dem Film ja Ghostbusters. Ich kann euch die mal kurz zeigen, um was es gleich geht. Hier habe ich sie. Da ist das gute Stück. Die packen wir gleich aus und dann gucken wir uns die mal gemeinsam an. Da gibt es noch ein paar andere Figuren auch noch, die dazu passen. Die werde ich mir auch nach und nach zulegen. Aber alles nach seiner Zeit, weil die sind nicht ganz günstig. Und derzeit sind sie auch teilweise ausverkauft. Zumindest bei meinem Händler. Kommen zwar wieder rein, aber wie gesagt, sie stehen auf der Wunschliste und sie werden nach und nach dann auch bestellt. So, ich werde jetzt mal die Position ändern und dann werden wir mal das gute Stück auspacken. Also dann bis gleich. So, da haben wir den guten Slimy, oder eher gesagt Slimer, aus Ghostbusters. Das ist eine San Diego Comic-Con exklusiv, ist limitiert, mit einem Glow in Dark. So sieht das von vorne aus. Wir haben mal die Seitenansicht. Ah, jetzt stellt er scharf, ja. Hier haben wir die Rückseite. Da haben wir die anderen Figuren, die es noch gibt, die ich mir auch noch nach und nach zulegen werde. Die gefallen mir auch richtig gut. Sie kommen dann in so einer Art ja, Klarsichtbox, wenn ich die ich hier schon habe, gucken, ob die da reinpassen. Ansonsten muss ich gucken, dass ich eine andere bekomme, die dann auch von der Größe her passt. Ja, das haben wir dann. Das ist die andere Seite. Hier haben wir dann die Front. Die Oberseite, also quasi der Deckel. Ist auch so in so einem glänzenden Gold-Bronze-Ton gehalten. Slimy selber ist eher matt drauf. Alleine der Karton ist schon extrem geil. Und ja. Boah, von unten ist das unspektakulär. Dann werden wir ihn mal hier aus seinem Gefängnis befreien. Ich werde mal den Klebepunkt hier vorsichtig entfernen. Ah, der ist schon ein bisschen länger da drauf. Lässt sich eigentlich schon sehr schlecht ablösen. So. Mal gucken, ob dieser Trick hier auch beim Karton funktioniert, wie wir das ja bei den Steelbooks auch immer gerne machen, wenn dann vom FSK flatschen die Kleberückstände. Aber es funktioniert hier auch problemlos. Ah. So, den Rest mache ich dann später.
dann holen wir ihn hier mal aus seinem Manu. Das klappen wir einmal um und dann können wir ihn rausziehen. Den packen wir kurz auf die Seite. So sieht das von innen aus. Eigentlich ja, ein sehr schöner Karton. Den packen wir mal auf die Seite. Dann war hier noch so ein Booklet bei mit, ja, mit den Höllenhund. Das klappen wir mal auf, gucken uns mal an. Ja, da ist Slimy 1, Hashtag 1, Hashtag 4. Hier haben wir es dann nochmal. San Diego Comic-Con Exklusiv Limited Edition Ghostbusters Slimy Mini EP von Veta Workshop. Ja, dann gucken wir mal. Ja, das ist so cool. Hier haben wir sogar ein Mini-Poster. Von Slimy. Von Slimy und den vier Ghostbustern. Ja, finde ich richtig cool. Ein richtig nettes Gimmick. Auch die Charaktere richtig gut getroffen hier. Ja, aber das werde ich dann nicht aufhängen. Das werde ich dann so dabei packen. Kommt hier wieder in diese Schutzfolie, in die Schutztüte rein. Und packen wir in den Karton. Ja, ist ein nettes Gimmick. Auf jeden Fall. So, nun gucken wir uns den Kollegen hier an. Mal gucken, ob da hat diese Gumminupsis hier. Ich muss einmal kurz einmal was holen. Ich bin gleich wieder da. So, jetzt werden wir ihn hier von seinem Band mal befreien. Einmal, war noch nicht. So. Und da haben wir das gute Stück. Ich werde mal ein bisschen ranzoomen. Ja, der ist echt fantastisch. Auch diese Größe so detailgetreu nachempfunden, also auch, ja, auch so die Farben so unterschiedlich, so ein bisschen beschmutzt, so in den Falten. Hier haben wir dann, also echt grandios. Ich habe ja schon
so die Promo-Bilder mal gesehen oder auch mal andere, die ihn hier auch vorgestellt haben, so also aus dem amerikanischen Bereich. Und ich muss schon echt sagen, also das Ding ist bombastisch. Auch alleine hier der Schleim, der ist so ein bisschen transparent grün gehalten. Ja, da unten kleben dann die Spaghetti und dann ein bisschen die Hacksoße. Ja, auch hier, wenn man so sein Maul anguckt, so die Zähne und das Zahnfleisch, so, also, da geht mehr geht nicht. Echt nicht. Und für die Größe einfach schlank und schlagbar. Ja, als meine Frau mir ein Foto geschickt hat, dass er da ist, sah der schon mal geil aus. Aber wenn du den dir so in Natur anguckst, so, der holt mich voll ab. Das macht Bock auf mehr. Jo, das soll auch die kleine Vorstellung nun von Schleimi gewesen sein. Ich werde hinterher noch ein paar Fotos hängen, aus anderen Perspektiven fotografiert und ich wechsle jetzt nochmal den Bildschirm, sag noch ein paar Worte und dann, ja, bis gleich. Ja, meine lieben Filmfreunde und Figurensuchtis, das war das kleine Unboxing und Vorstellung von dem Ghostbusters Slimer von der Firma Veta Workshop. Und ja, ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Also wie gesagt, die Figur ist top, kann ich nur jedem ans Herz legen. Wenn ihr die noch irgendwo bekommt, schlagt zu und die anderen Figuren werde ich mir definitiv auch noch holen. Und ja, dann werde ich mir etwas Schönes da draus bauen, wenn ich sie dann habe. Wie gesagt, das kann noch ein bisschen dauern. Wenn dann irgendwann mal alles fertig ist, dann präsentiere ich euch das dann nochmal. Ich danke fürs Zuschauen und an dieser Stelle ist Marco dann raus. Recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Auf Wiedersehen.